Wir sind draußen. Und da haben wir, was ist denn das? Ein Schild? Das sieht aus wie ein Schild. Gegenangriffe stoßen Gegner zurück. Mit dem richtigen zeitlichen Ablauf können mächtige Angriffe unterbrochen werden. Okay, gut zu wissen. So. Ladezeiten sind gerade extrem lang hier, weil, naja, der Rechner nimmt jetzt auf derselben Platte leider auf, wie er das Spiel hat, beziehungsweise das tut er eigentlich nicht. Zumindest nicht mehr, das habe ich ja umgestellt. Warum er zu lange braucht beim Laden, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da, Drache! Wartet? Okay. Und schon ist er wieder weg. Tja, kannst du mal sehen. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Meinst du? Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Okay. Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmeln. Wir verschwinden besser. Okay, dann verschwinden Meine wir Schwester mal. Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne okay. eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt zu Gerda, Gerdur. Gertrude. Gerlinde? Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Meinst du? Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Ja, toll war's nicht. Wenn jemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Aha. So. Sieht doch schick aus. Was ist das hier? Blumen, Disteln, ach schön sowas. Was ist das hier? Helgen, Riverwood, Falkrate. Oder wie das hier hieß. Kennt mich hier nicht aus, ich bin nicht von hier. Seht ihr die Ruine da oben? Ja. Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Okay. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Ja, man gewöhnt sich einfach wohl daran. Ödsturz-Hügelgrab, schick, schick. Das möchte ich nachher mal besuchen, so als Tourist. Was ist das denn hier? Wächtersteine. Diebesstein. Dies sind die Wächtersteine. Magierstein. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lädt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Zeichen annehmen. Ein Krieger. Gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Huch, das Ding glüht. Meinst du, das ist Hammer, der Hammer, Hammer, Hammer. So, was ich jetzt einmal gucken möchte, ist Fertigkeiten. Und zwar haben wir ja schon Stufe 1 haben wir jetzt ja schon entdeckt. Schleichen, Schießkunst. Schießkunst ist hier mir wichtig. Da kann man jetzt nämlich verschiedene Sachen skillen und wenn man die dann skillen könnte. Überspannen. Bogen bewirkt 20% mehr Schaden und was da alles nachher tun kommt. Todesschuss, 10% Chance für einen kritischen Treffer und so weiter und so fort. Die Dinger lassen sich auch dank eines Updates hochjagen ohne Ende. Also die Skills. Vorher war dann ab einem bestimmten Level war Schluss. Jetzt kann man sie zurücksetzen, wenn man mit denen voll ist und dann weiter skillen. Nein? Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Okay. Ich möchte noch einmal was gucken. Wir hatten ja bei einhändige Waffen. Ist ja um einen hochgegangen. Das heißt, wir könnten hier theoretisch, wenn wir nachher Stufe 2 haben, ja, skillen. Wir auf kaiserliche Truppen stoßen. Überlass dir das Reden mir. Verstanden? Okay. Blumen. Noch mehr Blumen. Öfters mal zum Blumenpflücken anhalten. Und du? Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Na, haben die nie. Noch irgendwo einer? Nein, ist keiner mehr. Okay. Durchsuchen Wolf. Nehmen wir mit.
Warte mal, ich kann nicht so schnell. Sekunde. Objekte. Bekleidung. Was lassen wir denn hier? Ich würde sagen, ich lasse eine kaiserliche Rüstung hier. Oder? Ne, die lasse ich hier. Wir können das natürlich auch auf der Karte einmal kurz ansehen, wo wir überhaupt sind. Also das ist schon gewaltig, was man hier nachher alles bereisen kann. Wir sind jetzt bei den Wächtersteinen. Hier oben ist Helgen gewesen. Wir sind hier durch den Berg durch. Hier unten sind wir irgendwo rausgekommen. Jetzt haben wir diese kleine Strecke erst gelaufen. Und wenn man sieht, was man hier noch machen kann. Also es ist schon... Ne? Man kann also... Und wie man kann. Es sind auch kaum Orte bisher hier verzeichnet, wo man denn was machen kann. Die kommen erst alle nach und nach. Ich habe ein Tagebuch für die Quests und so weiter und so weiter. Loom. Loom. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Meinst du? Wir sind schon fast im Flusswald. Loom, 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 Loom. Sind wir schon fast da? Es ist ein anderer Anfang, als man sonst bei dem normalen Spiel von Skyrim hätte ohne Erweiterung. Da landet man am Anfang ja auch in dieser Stadt eben. Das ist nur der erste Raum, wo man dann reingeht und einem die Fesseln dann durchgeschnitten wird. Das ist so eine Art Unterkunft für Soldaten. Und hier war es jetzt eben ein bisschen anders. Und hier muss man jetzt eben mit seiner Schwester reden, während man hier vorne sonst am Anfang hier mit diesem Schmied reden musste, der eben hier drin war. Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert ist. Nein? Was ist denn nun schon wieder? Erdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Sägemühle. Ah, Sägemühle. Das ist hier normalerweise der Schmied. Und weil ich jetzt diese Erweiterung habe, wo man sich auch ein Haus bauen kann, ist jetzt hier die Sägemühle mit bei. Du bist hot. Hodor. Aha, das ist ja lustig. Hallo? Ah, da unten, da ist sie. Hier, da muss ich hin. Boah, hier geht's runter. Hallo, Gerdur. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Ah, echt? Kann man da? Arbeit? Hort in der Mühle? Hort habe ich doch gerade gesehen hier. Bevor ich da mit der alten rede, werde ich doch mal hier erstmal vorbeigucken. Hallo? Sucht ihr Arbeit? Ja. Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Okay. Wir haben gehört, dass ihr Ulfric geschnappt haben. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Eine eurer Kameraden? Hauskatze. Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Ah, ja. Helgen? Ist etwas passiert? Ja, und wie? Ihr habt recht. Folgt mir. Hord, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hort, Loom. Kommt bitte mal her. Warloff, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Pilze. Kann ich auch sammeln? Ah, die kann ich auch sammeln. Kann ich alle sammeln. Gerdur. Lukan drüben im Flusswald-Handelskontor sagt, ja, das ist mir dass egal. Diebe in seinen Laden okay, eingebrochen Warloff. Sind. Seltsamerweise scheinen sie kaum etwas mitgenommen zu haben. Echt? Ja. Kennt ihr wirklich okay. Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Eieiei. Och, Mama, ich will noch hier bleiben und mit Onkel Raloff reden. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Raloff. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten an euch heranziehe. Keine Soldaten. Also, Raloff, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir ich uns gegenseitig mitgenommen habe. Wo soll ich anfangen?
Ja, am Anfang. Nun, es stimmt, was man sonst über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Nein, ein Toter. Ich kann es selbst kaum glauben. Was für eine blöde Frage. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Das ist ja doof. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Das ist sehr schön. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Okay. Ich nehme mal alles mit. Gerdur, Geschenk nehmen. Das ist ja toll. Ich nehme alles mit, wenn ich das kriegen könnte, das ist ja sehr schön. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Meinst du? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Okay. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Okay. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Okay. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Wo ist jetzt das Haus? Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... So, Objekte. Schlüssel. Gerdus Haus. Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht... Kann ich jetzt auf der Umgebungskarte eigentlich mal... Ich muss ja mal eben gucken hier. Sekunde. Aktuelle Standort. Svens und Hildes Haus. Das ist das. Mehr als nur einen Drachen, um Ulf. Gehen wir doch mal gucken. Ich werde sie ins Haus bringen. Items. 305. Zutaten. Bärenklauen. Ne? Da haben wir auch schon ein paar von. Bücher. Die Bücher möchte ich natürlich auf keinen Fall loswerden. Ich lasse dann lieber... Ja, was lasse ich denn noch hier? Davon lasse ich eine hier. Gehen wir mal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Alvus und Sigrids Haus. Handelskonto, da müssen wir erstmal rein. Erstmal ein bisschen was verkaufen hier. Nun, einer von uns muss etwas tun. Okay. Ich habe Nein gesagt. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskonto hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Okay, dann machen wir das doch. Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Okay. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ah, sehr schön. Was ist das eigentlich für komische Würste hier? Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Okay. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ah ja, alles klar, kein Problem, ja, mach ich doch. Dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr?